ist ein Pinsel. Das ist eine Lupe. Hier irgendwie das. Ja klar! Oh, jetzt habe ich es. Oh, jetzt habe ich es kapiert. Das war ein Schaf. Das habe ich gar nicht erkannt. Für mich hat das so irgendwie nach zerbrochenem Spiegel ausgesehen. Glückwunsch, du hast alle versteckten Hinweise in der Szene gefunden. Dieses Objekt sieht nützlich aus. Genau. Und mit diesem Objekt machen wir uns jetzt auf zu. Nein, nicht zum Baumhaus, wo wir gerade schon waren, sondern zum Statuenhals und holen mit dem Haken das herunter. So. Und jetzt verabschieden wir uns noch vom kleinen Streifenhörnchen. Tschüss, wir verabschieden uns von der Puppe. Hier haben wir alles genommen. Wir verabschieden uns noch von der Statue. Wir verabschieden uns vom Hund. Wir verabschieden uns vom toten Dieb. Wir verabschieden uns vom toten Priester. Wir verabschieden uns auch noch vom toten Papageien. Hier war er, ja. Und gehen nämlich jetzt vom, Entschuldigung, von den Termiten, vom Raben verabschieden wir uns natürlich auch. Tschüss Termiten, tschüss Rabe. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt beim John Gray seiner Hand tun wir jetzt das Herz einfügen. Und wir haben den Ring. Welch ein umwerfender Ring. Vielleicht ist er das Portal zur nächsten Erinnerung. Der Diamant ist schön und hart. Er lässt mich verborgene Dinge sehen. So. Und damit sind wir wieder zurück in der Gegenwart und was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben immer noch die Machete, wir haben auch noch den Ring. Hier brauchen wir immer noch die Rose, genau. Hier können wir weiter nichts tun. Hier brauchen wir das Malteserkreuz, genau. Aber wie ging das schon wieder? Ich hasse dich. Da war doch noch was irgendwie, ich hasse dich oder so. Ich glaube, da können wir auch nicht. Den Notenschlüssel haben wir auch noch nicht. Die Polizei ermittelt noch im Tod meiner Schwester. Der Kamin. Können wir aber auch nichts machen. Gehen wir mal zum Eingang. Kommen wir hier eigentlich noch irgendwo hin? Nein, kommen wir nicht. Können wir bei der Uhr noch irgendwas tun? Ah, hier können wir vielleicht den Ring reintun. Nein, können wir nicht. Können wir mit der Machete das... Nein, das können wir auch nicht. Also hier kommen wir nicht weiter. Ah, Moment mal schnell. Mit Diamant. Oh, shit, da war doch noch was mit einer Uhr. Habe ich ganz eben die Uhr hier. Nein, kann ich nicht. Weil mit Diamant kann man ja Glas irgendwie aufschneiden oder so. Klavier können wir sicher nichts tun. Hier vielleicht mit dem Diamant. Nö, auch nichts. Können wir vielleicht noch was sonst? Ich schaue mich mal in den Erinnerungen im Tagebuch ein bisschen um, was da steht. Haben wir gelesen. Welch kindisches Gekrakel, wir haben unseren Namen in den Baum geritzt. Oh, aber dies bringt so viele schöne Erinnerungen zurück. Wie sehr ich meine Schwester vermisse. Meine Mutter starb so früh und ich konnte mich noch nicht einmal von ihr verabschieden. Sie starb unter mysteriösen Umständen. Luisa und ich waren so jung, wir hatten noch nie zuvor jemanden verloren. Mutter konnte uns nicht mehr zu jungen Frauen heranwachsen sehen. Aber da konnten wir eigentlich nichts tun. Me and Luisa. Ich habe so ein bisschen den Verdacht,
Nö, das bringt hier alles nichts. Schwierig, schwierig. Hier waren wir noch nicht. Das Feuer löschen. Gibt es hier irgendwie noch irgendwo einen Gegenstand oder so, wo ich jetzt gar noch nicht drauf komme? Schrank. Ah, ich brauche den Schlüssel, okay. Na, hier gibt es nichts, definitiv. Warte noch mal schnell. Me and Luisa. Mutter. Hund. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, auf was es rausläuft. Oh, sorry. Ja, hier brauche einen kleinen Schlüssel. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Hier, vielleicht mit dem Diamanten irgendwie, da das Aufritzen geht auch nicht. Ja, okay, ich glaube, wir haben irgendwo eine Nachricht irgendwie. Fehlte. Oh, da war doch irgendwas mit Hass, oder? Hass. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich werde jetzt auch nicht nachschauen im... Ich meine, es gibt natürlich eine ganz einfache Möglichkeit, das hier herauszufinden. Das kann ich aber jetzt nicht während der Folge machen, sondern das muss ich extern machen. Und zwar muss ich mir zuerst mal alle Möglichkeiten aufschreiben, die es gibt, von den Buchstaben. Und dann alle Kombinationen durchgehen und schauen, welche irgendwie Sinn macht. Das kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Gut, dann werde ich jetzt mal kurz die Aufnahme unterbrechen und wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. Ja, hallo zurück. Und ja, irgendwie ist hier das Wort Faith eingetragen, also Treue. Hä? Aber das scheint es nicht zu sein. Ich habe, also was ich gemacht habe, ich habe mir die Zahlen, also die Buchstaben notiert und da habe ich in der Excel-Tabelle habe ich das, weiß nicht, vielleicht habe ich es euch jetzt sogar schon gezeigt, eingeblendet, sonst werde ich das sicher noch tun, mal geschaut, was so von den Lösungsworten, was da Sinn geben würde. Und ein Wort, das fand ich... Hä? Was jetzt?
Wieso kann ich jetzt die Buchstaben nicht mehr ändern? Hallo? Hallo? Okay, Absturz. Ja, hallo zurück. Ja, irgendwie ist mir das Spiel irgendwie eingefroren und ich... Es war irgendwie ein Bug, ich kam einfach nicht mehr weiter. Ja, mal schauen, ob es jetzt wieder funktioniert. Was ich noch sagen wollte, wir befinden uns ja hier in einer Erinnerung und das habe ich gar nicht erwähnt, aber das ist mir aus. Also eben, ich möchte das nochmal betonen, ich habe von Gronkh, habe ich Grim Tales 3, Verbotene Wünsche, weiß ich wie viel, tausendmal gesehen. Also dort muss ich dann auch wirklich sagen, wenn ich Grim Tales 3 spiele, dann werde ich das nicht blind spielen, weil das habe ich ja schon von Gronkh gesehen. Aber ich werde mir trotzdem Mühe geben, dass ich es nicht so, ja. Ich meine, es ist trotzdem noch lohnenswert, ein Let's Play zu machen, vor allem wegen den Rätseln, weil das hat wirklich noch coole Rätsel, Grim Tales 3. Und ja, es werden wir sicher auch Spaß haben. Doch jetzt zuerst mal Grim Tales 1. Eben Grim Tales 3 habe ich von Gronkh gesehen und Grim Tales 4 habe ich auch gesehen, obwohl nicht so, also nicht alle Teile, ein paar Teile habe ich gesehen, aber die anderen nicht und so. Und Grim Tales 1, also das Spiel, das ich jetzt spiele, das habe ich wirklich noch nie von Gronkh, also Let's Play habe ich nicht gesehen von Gronkh. Also ich spiele das wirklich, wirklich blind. Und eben, was ich sagen wollte, das weiß ich aus Grim Tales 3, dass in Erinnerungen, dass die Spielfiguren wie eingefroren sind. Also, dass sie sind eingefroren. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir da einfach der Frau den Handschuh abziehen können und so. Das wollte ich einfach noch als Erklärung dazugeben. So, eben, ich habe alles ab den alten Spielstand gelöscht, alles nochmal neu nachgespielt. Wir haben jetzt den Ring. Reisen zurück in die Gegenwart. Welch ein umwerfender Ring. Vielleicht ist das Portal zur nächsten Erinnerung. Der Diamant ist schön und hart. Er lässt mich verborgene Dinge sehen. Okay. Ich habe es nochmal durchgelesen, weil nicht, dass wir was verpassen und so. Ich versuche jetzt, bevor ich da nochmal... was vielleicht der Grund gewesen sein könnte, dass es gebuggt hat mit dem... mit der Ballerina da, mit dem Kasten, dass ich das vielleicht schon ganz am Anfang da rumprobiert habe und dass das Spiel das vielleicht nicht so cool gefunden hat und deswegen abgestürzt ist. Ich versuche jetzt deshalb, Entschuldigung, ich versuche jetzt daher nochmal sonst irgendwie, weiß auch nicht wie, irgendwie hier noch was zu reißen, aber ich glaube, wir haben wirklich hier alles gemacht, also zum Wohnzimmer, zum hier war doch noch was, oder? Nö, war nichts, okay. Ja, nach draußen könnten wir noch, hier Klavier können wir aber auch nichts tun. Ich glaube, wir müssen irgendwie, Kamin können wir auch nichts machen, wir müssen schon hier weitermachen. Ich versuche es jetzt nochmal, also ja, das Spiel hat sich ja eigentlich selber gespoilert, indem es mir die Lösung quasi angab. Hä? Jetzt geht's plötzlich nicht mehr, okay? Weil ich habe eben ein paar Dinge probiert, aber die gehen jetzt alle nicht. Also ich bin mir absolut sicher, dass das Wort Faith, das es ja angezeigt hatte, dass das das korrekte Wort ist. Eben, ich habe ja im Excel, habe ich ja alle möglichen... So was eigentlich Sinn ergeben hätte, oder?
Oder muss ich da noch... muss ich da noch irgendwie... Moment mal schnell. Nein, es verändert sich nicht. Ich meine, Faith heißt ja Treue, oder? Aber... Also ein anderes Wort, das Sinn... Ich dachte eben, Falke wäre das richtige Wort vielleicht, aber... Ich gehe jetzt doch nochmal schnell... Ah, Moment! Ach...